Schwert und Vernunft. I appreciate your coaching, Professor. Perfect. I got it. Good. Lob. You're quite the motivator, Professor. Oh, dreimal unterrichten übrig. I appreciate your coaching, Professor. Everything went pretty well today. Welche Hand? Faust. Axt und Autorität. Du hast keinen Bock auf Autorität heute. Sie hat mehr Bock auf Töten. I still have much to learn. Den Zeigefinger. Ich habe ziemlich Aktivitätspunkte. Mistet gemeinsam die Stelle aus und füttert die Pferde. Toll. Ich habe nie zwei, die den Dings nach oben kriegen. Hier, Kaspar und du machen das jetzt. So. Tell me something. Bald habe ich alle Gerichte im Speisesaal ausprobiert. Was soll ich dann nur tun? Muss ich wieder und wieder die immer gleichen langweiligen Gerichte essen? Koche selbst etwas Neues. I'm not sure about that. Bist du ein Pleb? Let's do this. Oh no, this is impossible. We're on a roll. Benedetta wird immer mehr wie Lou. Yeah. My efforts were not in vain. Axt Level 2. Oh, nice. Raphael hat Geburtstag. Keine Ahnung, wer Raphael ist. Ach, er! Okay. Ja, der ist cool. Der will immer essen. Kampf. Mercedes hat bald Geburtstag. Man kann Thronschlüssel kaufen? Ach, die Siegel, das sind wieder diese Auflevel-Siegel. Okay, und die Examen, das habe ich schon verstanden, sind aber das um... Okay. Aber warte mal, kann ich denn... Sie hat zwei Heilmittel, sie hat Heilmittel, er hat Heilmittel, Heilmittel, alle haben Heilmittel. Okay, dann kaufe ich nichts. Kann ich geilere Waffen kaufen? Nee. Hm. Doch, das Stahlschwert halt. Davon hat sie aber schon eins. Kannst du reparieren. Die Schmiede ist noch nicht freigestaltet, aber geht bestimmt. Ab sofort sind optionale Kämpfe verfügbar. Natürlich hängt das wieder von meinen Aktivitätspunkten ab.
Wenn du in den Kampf ziehst, während du mit einem Netzwerk verbunden bist, siehst du womöglich die Geister der gefallenen anderen Spieler. Sie erscheinen vor allem dort, wo es viele Tote gab. Geister in dieser Farbe erscheinen dort, wo viele feindliche Einheiten gefallen sind. Du kannst Items einsammeln, die von den Besiegten gefallen lassen wurden. Geister in der Farbe erscheinen dort, wo viele verbündete Einheiten gefallen sind. Sie verteilen manchmal Segen in Form von Erfahrungspunkten. Oh. Ja! Aber es ging ja nicht. Doch, jetzt geht's. Anscheinend. Eine Übung für den Ernstfall mit Rittern der Seiros. Dabei werden die Bedingungen einer echten Schlacht simuliert. Let's go. Manchmal erscheinen feindliche Verstärkungen bei Bollwerken und Treppen. Okay. Findet ihr auch, dass da unten die Figur tanzt? Okay. Übung für den Ernstfall. In battle, it's necessary to deploy battalions so that students can experience taking command. I doubt I need to say this to a mercenary like you, but if you have any questions about how to use your soldiers, please don't hesitate to ask. After you hire a battalion, you'll need to decide who will lead them. Battalions can contain soldiers like mages and monks who don't fight with weapons. Be sure to think carefully about who would benefit most from the support of battalion soldiers and their specific skills. When you deploy a battalion, you can utilize its special gambit in battle. If a gambit is successful, your enemy will be severely shaken. Strategemen. Ist das ein Wort? Gibt's das echt? Kennt man das? Das habe ich noch nie gehört. Joining forces with a nearby ally is a surefire way to enhance your effectiveness. Wenn ein Strategie. Oui? Ist das Französisch? Deswegen habe ich es noch nie gehört. Wenn gegen einen Feind eingesetzt wird, der sich zugleich in Reichweite weiterer deiner. Okay. Einheiten. Ist ein Wort. Ach so, kein Französisches. Ich alle mitnehmen? Das ist ja sick. Uff. Aber hier sind viele Einheiten gefallen. Unterstützung. Uff. Hä? Aha. Warum werden die hier gelistet, obwohl die nicht mitkämpfen? Ja, dann los. Stay focused. Wir hatten Bogen. So. I will get the victory. Ich weiß es halt nicht. Kommen die oder kommen die nicht? I will prevail. Bewegen sich Gegner oder nicht? Put me in there. As you wish. That's my cue. Nein. I am Ferdinand von Eyre. Ich glaube, die Pfeile heißen, dass das schnell geht auf die Stufe irgendwie. Bewegen sich, wenn du in Reichweite bist. Oh.
Ich meine was anderes. Ja, ich glaube, ich meine was anderes. Mich stört eine Sache, wenn ich einmal B gedrückt habe im alten Fire Emblem, bin ich einen Step zurückgegangen. Wenn ich hier jetzt B drücke, wählt er den ganzen Charakter, also wenn ich was, ne, wenn ich so mache und B drücke, hat er den Charakter auch abgewählt. Ich glaube, im alten Fire Emblem war es so, dass ich dann wieder in den Bewegungen Modus reingekommen bin. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe das alles ein bisschen kacke gestellt hier gerade. Nervt dich auch? Okay, dann bin ich nicht blöd und dann war das wirklich so. Das beruhigt mich. Ich hab Kacke gebaut. Die kommen alle nicht hier dahin, wo ich will. Dass der Selfie hat. Du greifst der Petra an. Was soll er machen? Oh, mit 1 HP wieder überlebt, ey. So, Freunde. Ist er. Meinst du die Pfeile? Ja, das heißt, sie greifen den an. Oder? Für Pech, ey. Flame Spirit protect me. I am greater now. So. Kann ich diagonal angreifen? Ausweichen, Kinder. Da müsst ihr noch lernen. Jasma. Er ist wie Rajad, Alter. Er hat auch Dark Magic am Start. Hardly worth my time.
Den hab ich ja noch. Ach, da lebt auch noch einer. Omega Lull. Voll übersehen. Okay. Es kommen noch mehr. Oh, das sind viele. Oh, das sind viele. Oh, das sind viele. Oh. Okay. Wenn die jetzt wieder verfehlt hätte, ne? Hätte sie bei mir verkackt. Man sieht in den Wäldern nicht immer, wo die sind. Wo die Aggro ist. Ja, komm. Du machst den mal eben weg. Ich habe vergessen, drauf zu gucken, ob es mal zwei ist. Muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Okay. Und ihr geht jetzt supportive hier hin. Kommen nämlich ein paar Gegner. Warum muss ich die Dinger dann noch sammeln? Wird unangenehm. Belasten. Benutzt Ferdinand als Schild. Dorothea Level. Nice. Naja, Stat Luck haben wir nicht, wa? Oh, hier ist wieder viel Kack. Ich kann nicht so weit laufen wegen dem Busch hier. Das ist scheiße. Ich werde ihn dann das Schild nehmen. Der hat nur noch 15. Das kann ich nicht bringen. Der stirbt. Ich mag Ferdinand zwar nicht, aber dass der stirbt, will ich auch nicht. Strategie noch einen Damage mehr machen. Bataillon Level Up. Nice.
Oh. Mach mal einen Crit. Dann haben wir's. Wenn noch zwei Edelgarden angreifen, haben wir ein Problem. Das ist gut. Yes. Die blockieren sich auch gegenseitig. Das ist sehr gut. Vernunft Level 2 erlernen. Wo ist meine Bogenschützin da unten? Dann lieber ihn. Oder wir machen einen Crit. Dann war er sowieso die bessere Wahl. Goldbeutel erhalten. I'm just getting started. Edelgard braucht Versorgung. It's time. Vorbei. Unexpected. Ernsthaft, ey. Das ist aber belastend. Ich will Edelgard da wegpacken. I am Ferdinand von Eyre. Ich sollte gucken, ob der normale Angriff reicht. Ich mache mal Kampftechniken und verbrauche meine Waffen damit. Hallo Tür. Er hat gute Stats abbekommen. Geh mal davon aus, dass es wieder random Stats sind, ne? Ah, natürlich komme ich nicht bis zu ihr. Das ist belastend. Alle auf Ferdinand. Also das bereut der Soldat ist. This was beneath me. This. Ich hab die Sachen nicht gesammelt. Ich trottel. Ich hätte die Sachen erst sammeln sollen. Goddammit. Egal. Die Erfahrungspunkte. Goddammit. Hä? Ach so, ich kann mir den Kalender angucken. Aha. Also, hä, warum ist hier ein Kalender? Warum kann ich rumblättern?
Instruktionen für diese Wochen beginnen. Bitte wähle eine Methode. Ich bestimme selbst. Ach, Gruppenaufgabe abgeschlossen. Habt ihr nice gemacht. Achso, das machen die immer. Ah. Ferdinand geht zu den Pferden. Versteht ihr? Und Linhard hilft. So. Was hat denn der Hubert? Vernunft und Autorität. Achso, der Zeigefinger. Magistra-Bonus. Ja, weil ich selber wahrscheinlich dieses Set habe. Is all in hand. Flattery will get you nowhere. Oh yeah. The battlefield has much to teach. Yeah. One step closer to Petra will Schwert und Axt. Die ist simpel, die Frau. Die will draufhauen. Wie traurig die, wie verstört die gucken, wenn ich mit meinem Unterricht fertig bin. Bitte was? Was I wrong somehow? Ich wusste schon immer, dass Vernunft bei, bei Lu nicht funktionieren. I suppose I must try harder next time. Ich wollte jetzt Linhard sagen, aber eigentlich wollte ich Lu sagen. Tell me, am I achieving anything yet? It is a long. Tag des heiligen Makuil. Im Dom findet ein Choral. Choral? Choral? Ja, komm, wir nehmen teil. Choral? Was sind diese Wörter? Professor, let me sing for you. Do you not like my voice? It would make a Pegasus dance with joy. I may sound terrible, but you won't notice when everyone else sings too. Ich habe viele Autoritätspunkte erfahren. Und bekommen. Fast der nächste Rang. Let's make this quick. I'm tired. Indeed. I will do my part. Was für ein Flauschpferd. There's one thing taken care of. I won't forget all I've learned. Das war erfolgreich. It's clear to me now. Seems simple enough. It's starting to take shape. As long as it makes me stronger. I'd never have learned this back in my room. I'm a quick study. One step before the next step. Das war ein erfolgreicher Tag. Woche. Eine Woche. Du hast Verbündete die Primärstufenexamen ablegen können. Wirf einen Blick auf die Examen, um zu sehen, welche es sind. Okay. Ab geht's. Seminare. Diejenigen, die du für die Leitung von Seminaren auswählst, werden die Teilnehmer in ihren besten Fähigkeiten auswählen. Je höher die Fähigkeitslevel der Person, die ein Seminar leitet, desto mehr Fähigkeiten und Erfahrungen erhalten die Anwesenden durch ihre Teilnahme. An einem Seminar nehmen immer diejenigen teil, deren Fähigkeiten, Fokus und Entwicklungsziele am meisten mit dem Thema übereinstimmen. Okay. Und immer die Teilnehmer drunter, die möglich sind.
Alois wird das Seminar halten. Ja. Dann sitze sogar ich dabei. As long as it makes me stronger. Jawohl. Mercedes hat Geburtstag. Ja, komm, auch wenn sie eine nervige Stimme hat. Perfect timing, Professor. I've just received word from the Knights. They've located the bandits. It seems they have them cornered. They are in Xanadu, the Red Canyon. I can't wait to get started. I'll strike down those heinous thieves before they know what hit them. Charge ahead if you must, Caspar. Just do not put the rest of us in danger. I'm going back. I won't be of any help anyway, and I don't want to get hurt. Don't worry, Bern. It's just some bandits. We'll have no trouble at all. Don't get ahead of yourselves. Unfounded optimism isn't a great strategy. Let's just get this over with. There is nothing to get over. We will work with each other to achieve our mission. Ihr scheint es kaum erwarten zu können. It's time, Professor. Give us our orders and let's move out. Darf ich nochmal rumlaufen und Examen abhalten? Das habe ich jetzt irgendwie verpasst. Belasten. Oh, ich darf nochmal anscheinend. Ich selbst kann Examen halten. Und Edelgard. Aber halt, stopp. Ist das mit Examen? So wie in den anderen Fire Emblems. Eigentlich ist es besser, wenn man das höchste Level hat und dann erst weiter aufsteigt? Oder wie war das? Weil bei Fates war es doch so, man sollte irgendwie Max-Level sein und dann erst aufsteigen wegen den Stats, oder wie war das? Irgendwas war da. Ja, ne? Also wäre jetzt Examen machen doof, oder nicht? Weil die können ja noch ein Level kriegen. Obwohl, das ist die erste Stufe. Und ich in Fates ja auch. Sie wird Axtkämpfer. As expected. Ja, hä? Also wenn ich jetzt Nein drücke, kann ich weiter leveln, oder was? Die Frage gerade merkwürdig. Egal, ich wechsle. Und dich wechsle, machen wir On-Examen auf Schwerti. Alter, hat die Brüste. Guck mal. Warum sind die so groß? To tread. So. Mission. Schlacht am Roten Canyon. Let's go. Bliat. Manche Waffen und Kampfdienste haben zusätzliche Auswirkungen auf den Gegner. Ja, vergiften und so. Alles klar.
Damit werden sie ja jetzt noch nicht kommen, oder? Ich habe kein Antidot. Das wäre gemein. Schlacht am Roten Canyon. So, we are taking children into battle, are we? I am not certain I will be able to sleep soundly after beholding something. Als ob dich das jucken würde, Mädchen. I shall allow you to turn back the hands of time. But no, this power is not infinite. Drücke in der Spielerphase die ZL-Taste, um einen göttlichen Puls auszulösen. Die Anzahl, wie oft du den göttlichen Puls einsetzen kannst, wird am Ende einer Schlacht wieder zurückgesetzt. Okay. Jetzt bist du weiter als ich. Sorry. Kiste. Runenschlüssel, wer hat den? Irgendein Gegner hat den immer. Wahrscheinlich er. Ja, okay. Wenn ich vorrushe und den gegnerischen Kommandanten auch nicht hitte, so this is the Red Canyon. Habe ich gewonnen. Aber es wird nicht gut gehen. Let's end this quickly. The thieves must have been driven back. Be careful or the cornered mice might bite us. The knights chased us all the way here? Chief, let's get out of here. There's no way we can win against them. Shut your dumb mouth! Where would we go at this point? You can't be a thief if you fear death! Professor, I hear there's a back road to the west. Why don't we split up and attack from both the west and the front? If we advance tactfully, we can attack our enemy from both sides. I leave the rest to you. Regardless, we must cross the bridge first. Sie meint das, oder? Ja, wir müssen erst die Brücke überqueren. Wir können das nicht wegräumen. Das hat mich jetzt verwirrt. Ich denke so, hä? Da ist doch nichts. I will prevail. Oh, die kommen aber weit. Ja, moin. Hier scheint ein heftiger Kampf stattgefunden zu haben. Osthandschuhe. Put me in there. Stay focused. Battle. That's my cue. Oh no. As you wish. Sweet of you. Weep. I will get the victory. I am Ferdinand von Eyre. Damage. Jawohl. Hat er davon. So. Machen wir ihn hier? Ding ding. Battalion Level Up. So, Übungslanze plus. Ich muss es in den Vorrat schicken, verdammt. Belasten. Ich will die Magier nicht vorschicken. Jetzt ist gut. Kann ich so ein bisschen vorschicken. A great help.
It's simple. Ding, ding. Und sie kommt auch noch mit. Ich dachte, sie sammelt mir das Item weg. So kackendreist. Okay. Ja, das ist aber... Uff. Das macht. Nehmen wir das. Regrettable, but there was no other. Du hattest eine Vision von Kameraden, die im Kampf fallen. Dieser Ort scheint unter einer Art Schutz zu stehen. Erfahrung erhalten. Oh. Nett. Ach, wir haben einen Purgativ. Das ist ja echt nice. Gehen wir da hin. Wo war das Purgativ her? Ich hasse enge Brücken in Fire Emblem. Das ist immer schlimm. Oh, wäre das jetzt geil, wenn du einfach dadurch angreifen könntest. Ich will auch zweimal angreifen. Aber das Bataillon levelt und levelt und levelt. Oh, Ferdinand. Stylor. Nosferatu. Victory. I killed them. Done. The blood. Hast du wohl. Es tut dir nicht mal leid. Lanze Level 2. Nice, nice, nice. So, Bogen machen wir mal einfach. Reicht nicht. Ach, das ist auch ein Bogenkämpfer. Das ist natürlich belastend dann. Magie reicht nicht für den. Goddammit. Failure is not an option. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Und ich teile die gleich wirklich auf, sonst ist das alles zu eng und die meisten kommen nicht dran. Dann wieder die Sache, wer geht mit wem? Erstmal gucken, ob irgendwas auf uns zurennt. Okay. Der da hat das Item. Kann ich den von hier? Nee, keine Chance. Dann lasse ich die lieber noch eine Runde laufen. Edelgard geht rechts hoch. Unser Mainscher geht links hoch. Aber dann kriegt... Warte. Petra, Kaspar geht leider links. Oder Petra, ist eigentlich egal. Und
Wir haben nur einen Heiler, das ist belastend. Aber mit dem Purgativ kann ich, glaube ich, über die ganze Map heilen. Ich glaube, das war das, ne? Trifft bitte auch. Danke. Obwohl, er hat 100 Treffer gehabt. Aber heißt ja nichts. In Fire Emblem heißt das nichts. Uff. Haltbarkeit um 5 gestiegen. Das ist natürlich auch nice. So. Greifen wir den jetzt schon an? Komm da nicht dran, ist das Problem. Komm nicht dran! Na doch, Hubert kommt dran. Der wirft Äxte. Nee, tut er nicht. Ich hab mich verguckt. Er hat eine Eisenaxt. 45 Damage. Ich brauche mich nicht, Hubert da hinzustellen. Deswegen, ich hoffe, der läuft. Der wird nicht laufen, oder? Der läuft nicht. Kann ich hier in den Busch stellen? Vielleicht kommt er dann. We stole this treasure. It's all ours. There's no way we're gonna give it up to some knights. Let's think carefully. Oh, der hat einen Tumult dabei. Vorbei. Easy game. Die nächsten von oben. Egal, er ist jetzt hier in unsere Trap gelaufen. Was ziemlich nice ist. Was heißt Trap? Wir haben einfach auf ihn gewartet. Selbst schuld, dass der hier hinkommt. Ah, fuck, ich krieg trotzdem Damage bei zweimal. Ich nicht drauf geachtet. Wie gesagt, ich muss mich wieder dran gewöhnen. 5 Stats ist gut. Tonschlüssel erhalten. Du hast keinen Platz mehr. Schicke ein Item in den Vorrat. Ja, einmal hier die 2 Heilmittel. So. Das heißt, sie muss auch zur Truhe laufen gleich. Wir laufen eh nach links, das ist gut. Dann kann er schon mal hier hin. Sie mit darüber, er geht hier mit. Müssen wir irgendwas heilen? Na, sie vielleicht. Hätte ich jetzt sowieso auch mit einem Item machen können, egal. Ja, hätte ich. YOLO. Hier. Der Typ läuft echt weit, ne? Mit seiner Range hier. Nein. So. Aha.
Und mit einem ernsthaft? Ist dies dein Ernst? Den Bogenschützen schon weg? Oh, vielleicht krieg ich den weg. Als ob. Ich zurückgeworfen. Gehauen. Warum? Soll mir egal sein. What a jump. Are all real bad? So. Bogenschützen können wir jetzt noch wegmachen. Witness my power. Haben wir nur noch den Axttypen da. Und der trifft nicht. Ah, oh, was ein Plan. Und er kriegt einen Crit ins Gesicht. Belastend. Okay. Immer noch nicht bis zur Kiste, weil... Oh, ist das ätzend. Ich traue mich nicht, den Magier... Warte. Oh, ich habe nur Charaktere, die das nicht locken können. Warte mal, er muss weg. Weil sonst kann sie da nicht rüber. So. Okay, Furgativ kann doch nicht über die ganze Map. Natürlich belastend. Aber es gab einen Zauberstab, der das konnte. Yay, ein Goldbeutel. So, ihr bleibt stehen, weil ich trau nicht, dass... Also, ich trau euch nicht zu, dass ihr da... Das tankt, wenn da so ein Axttyp auf euch boxt. Locken wir erstmal den Schwerttypen. So, du stellst dich jetzt hier rein. Die stellt sich dahinter. Ja, und die anderen warten. Und ihr? Ja, easy. Ja, klar. Immer wenn man es nicht braucht. Oh, das stimmt nicht. Die Edelgard hat das gerade auch ganz gut einfach so gemacht. Ja, schickt das Übungsschwert in den Vorrat. So, kommt der jetzt oder kommt der da nicht? Ja, den haben wir gelockt. Oh, der hat einen Tumult. Und vorbei. Ich glaube, der Tumult ist ganz schön böse, wenn er trifft. Fuck, das ist ein Bogenschütze. Oh nein. Ein Bataillon hat sich zurückgezogen. Win. 16, 17. Ja.
zaubern wir jetzt tot. Hardly worth my time. Allow me to clean. So. Haben wir ja. Moment, hier kann sich keiner bewegen. Welcher ist denn noch? Ach, die, ihr seid noch offen, klar. Er kommt bis dahin. Okay. Easy. Drin, das heißt, sie lockt den nächsten an, das passt. Nehmen sie daneben, okay. Ah, ist ein Zauberer. Oh, belastend. Alles Fernkämpfer. Warum ist das voll unnötig, dass ich jetzt von hier komme? Weil ich hier ewig gebraucht habe, aber egal. Vielleicht kommt ja noch ein Hinterhalt oder so. Man weiß es nicht. Wenn du hier lang gehst, bist du schneller. Nee, das soll nicht Edelgard machen. Das kann er machen. Diese Magie. Bist du nicht weiter als ich? Ich kann weiterschauen. Hä? Uff, der macht Aua. Der Kollege macht Aua. Der macht Bumsi. Mach ich denn? Warten. Goddammit. Ich will warten, ich hab Angst. Ich will, bis ein paar starke Einheiten da sind. Ich kann ja mit Heilmitteln hochheilen und den dann einfach so runterprügeln, aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Nein, ist noch keiner gestorben. Oder du könntest, ich sage einfach nichts. Was? Ein Bataillon habe ich nicht mehr, die sind abgehauen. Uff. Spoiled little noble, just die like a good little rich kid. Do you really think being born a commoner gives you the right to kill? Despicable. Sending these brats instead of the knights means they've underestimated me. I should have never listened to that idiot. What a mistake.
Ja, klar, aber die Magier waren ja nicht da. Ich wollte jetzt dann doch nicht so lange warten. Danke für die Leitung, Professor. Though I suppose there was no way we could lose to a familiar foe. In any case, something about this canyon feels inexplicably strange. 16 Züge, es geht eindeutig schneller. Aber egal, ich muss ja wieder reinkommen. Und? Die können ja sterben. Wir sind nicht gewohnt. Bonusschal. War ein Ort des Friedens. I wonder why it is that you recall this place. You must be weak of heart. Each time I speak, it scares you so. Although the battle's at an end, do not feel too at ease. Well, anyhow. I am quite fascinated by this place. As far as I can tell, this is your first time here. How very odd. I wonder if somehow my memories have... I must admit I am unsure. Beyond the name and this strange feeling of familiarity, I can't seem to remember anything about this place. And yet, a great depth of emotions tied to that sense of familiarity. Like joy and sorrow, pain and love, and all things in between. If I was somehow here before, I wonder what took place. Professor, I was wondering where you were. It's about time we headed back to the monastery. It is time to depart. But know that time reveals all things. One day I will remember that which I have lost. I will remember. Oh, by the way, it seems you've earned my gratitude. The thieves who came here are no more. I am not sure myself, yet I am grateful all the same. In any case, you must become accustomed to my voice. If you fall down with shock each time I speak, that just won't do. Oh, you think you're standing strong? Of course you are. It was a jest. On our way out, I had the chance to observe the Red Canyon. Did you notice anything, Professor? Ja. Natürlich. Of course. I expected as much. The area was covered in ruins, each more curious than the last. They did not match the architectural style of any era or culture within the Empire, or across all of Fodlan for that matter. That can only mean one thing. The Valley civilization must have flourished and fallen in the distant past, long before the Empire was established. Be smart. Who do you think lived there? Angehörige einer längst vergessenen Kultur. It's possible they weren't even human. Hmm, perhaps their remnants still influence this world. Ich krieg die noch rum. Frisst mir bald aus der Hand. So, you have safely disposed of those bandits. I pray that their souls find salvation. But why did they target the students to begin with? We must further investigate the true cause of all that took place. Until we know more, I ask that you support the students and relieve them of any unnecessary worry. Studenten unterstützen, um ihnen alle unflüssige Ängste zu nehmen. Selbstverständlich. Good. I have high expectations for you. By the way, how was your time in Xanadu? Legend has it, in ancient times, a goddess alighted upon this world in that very canyon. For a goddess from the heavens, Xanadu could only have been a temporary haven.
Long ago, the divine Seiros received a revelation from the goddess. A gift to help guide the lost. The goddess is always watching over Fodlan from her kingdom above. However, in ancient times, the goddess graced this world with her presence and offered salvation to the people here. She is the mother of all life, the arbiter of every soul. Das hat mir mein Vater nie erzählt. I see. During your time here, I pray that you come to devote yourself to the teachings of Seiros. Lady Rhea, I am sorry to interrupt. As you wish. We shall continue our discussion when next we meet. A goddess? I have no memory of her. But then, I have no memory at all. Oh, how bothersome. It is as though I know, and yet I don't. Perhaps Xanadu was my home back when the goddess walked the land. If so, what does that make me now? A ghost? Weiß es nicht. No, that cannot be. I am most certainly alive. Of course, we also have the mystery of why I'm here with you. Is it somehow connected? Perhaps some past regret is stopping me from moving on, and now I'm forced to stay with you instead. No, that's not it. I can't believe in such a meaningless existence. Kann man nur so müde sein. Part 1. White Clouds. Garland Moon. Mutiny in the Mist. When the warm winds blow from the sea to the south of Adrestia, residents of Fodlan know that the rainy season is upon them. Rainy season! Before the heavy rains take their toll, young women hurry to pick the last of the white roses. The ivory buds are woven into garlands and given as gifts to close friends or potential lovers. Heißt, ich muss jetzt allen Ladies weiße Rosen schenken. Muss in die Gärtnerei. Oh, neue Bereiche. Professor, I have a new mission for your students. Guck mich nochmal an. We have received reports that Lord Lonato has rallied troops against the Holy Church. Das Nasenblut. Sie hatte da was im Gesicht. Sie dachte so, hä? Warum hast du Nasenbluten? Okay. Will ich mir Sorgen machen? Okay. Wer ist das? Lord Lenato is a minor lord of the kingdom. He's been showing hostility toward the church for some time now. A vanguard unit from the Knights of Seiros is already on its way to his stronghold, Castle Gaspar. Lord Lenato's army is nothing compared to the Knights. It is quite possible the rebellion has already been suppressed. Even so, I would like for your class to travel with the Knights' rear guard to deal with the aftermath. War zones are unpredictable. We do not expect you will have cause to battle, but be prepared for the worst. Excuse me. You sent for me, Lady Rhea? Bitte? This is Catherine. Nice to meet you. We've heard a lot about you. If you need Kannst anything, bitte nicht just sagen? Ask. Hört sich auf? Ich dachte erst, du hast den Kuchen sehr wild gegessen. Wäre nämlich auch möglich gewesen.
Ich meine, ich krieg das nicht mehr. Mir wurde das damals weggelasert. Ja. Ich hatte als Kind wohl viel Nasenbluten und dann haben sie mir da irgendwas drin weggelasert und seitdem habe ich das nicht mehr. Bist du jetzt besorgt? Okay. Der Sodi meint, du hast bestimmt zu viel Loot-Zeug geschaut. Dass ihr nichts versteht, ist egal. Sie redet auch nichts Wichtiges. Sie hält sich nur ein Tuch an die Nase. Also sie weint Final Fantasy gerade nicht bei Emmerich. She is one of our bravest knights. And that is no small feat. Only an exceptional few have what it takes to join the Knights of Seiros. This mission should prove useful in demonstrating to the students how foolish it would be to ever turn their blades on the church. Bert Geburtstag. Sylvain. Thank you so much. Was denn? Wird angegriffen. Von irgendwelchen Insekten. Hilfe. So, bevor ich weitermache, mache ich aber eine kurze Pause. Erfährst du mehr über das Verhalten von Spielern aus aller Welt? Okay. Lol, alle gehen erkunden. Okay, ich mache kurz Pause. Ihr könnt auch die Pause nutzen. Holt euch was zu trinken. Es ist warm. Auch jetzt gerade ist es halbwegs. Also bei mir geht es halbwegs gut. Jetzt ist gerade erträglich. Holt euch was zu trinken, was zu essen, keine Ahnung. Ich komme gleich wieder.